hat Pluto dem Geldgott gezürnt dafür, dass er das Geld an einige wenige Bevorzugte und Lieblinge verteilt hat, statt an die Befugten und Würdigen. Er hat ihn zur Buße geblendet, was ein starkes Mittel war, aber das Falsche. Denn von nun an zwar kam das Geld unter die Leute, aber ohne Schlüssel und Folgerichtigkeit. Und seit auf die Art fast alle Leute reich sind, kann man sagen, dass fast keiner mehr reich ist. Ja, Pluto selber ist heutzutage ganz abgerissen. So weit ist es heutzutage gekommen. Der Geldgott hat heutzutage kein Geld. Es geht doch nicht um Liebe. Es geht um Liebe im Wohlstand. So ist es. Wie? Sie nutzen aus, dass ich blind bin. Richtig. Also schlug Zeus meine Augen mit Blindheit, sodass ich das Verdienst nicht mehr erkennen und mit Reichtum belohnen konnte. Wie haben Sie denn von da an das viele Geld verteilt? Na, blind eben. Ohne Ansehen der Person. So löst eine einzige Nachricht rückwirkend das Rätsel eines Lebens. Bitte, lassen Sie sich doch bitte! Nein!
Volk hat eine Neigung zu massenhaftem Selbstmord. Ein Glück, dass ich nicht zu ihm gehöre. Angenehm. Sehr erfreut, Ihre Bekanntschaft zu machen. Wer übrigens sind Sie? Seit Sie nicht mehr blind sind, wollen Sie mich nicht mehr kennen? Ja. Mir sind über Sie die Augen aufgegangen. Im Ernst? Sie haben Ihren Freund vergessen. Wer wäre denn der? Der Ihre Heilung auf den Weg gebracht hat. Ein schwer arbeitender Mann. Ich habe keine Freunde, die arbeiten. Nun, zumindest ein guter Bekannter. Er arbeitet. Nein, solche Bekannten habe ich nicht. Ich selbst bin der. Erinnern Sie sich doch. Ich war es, der Ihre Kur bezahlt hat. So merkwürdig. Warum taten Sie denn das? Ich werde jetzt nur noch bei den Faulen einkehren. Ich bitte Sie, hören Sie doch auf, an mir herumzuzerren. Ich möchte mich Ihnen ehrbaren Bürgern zuwenden. Ehrbare Bürger? Nein. Es sind ausgemachte Halunken. Erzählen Sie mir doch nichts, ich bin doch nicht blind. Dies, so sagt mir meine göttliche Allwissenheit, ist das Haus des Gremiums. Das Ziel. Zu wem wollen Sie dann? Stören Sie mich nicht, gutes Kind. Ich bin Fortuna, die Glücksgöttin. Ich klopfe den Gremius heraus. Gremius, dabei, das Glück ist eingetroffen. Fortuna. Ja? Ja. Persönlich? Kein anderer. Zu Ihnen wollte ich nämlich. Zur Quelle? Ja. Mein Sohn Pluto, höre ich, lebt bei Ihnen. Pluto ist Ihr Sohn? Wie ich sagte. Die Glücksgöttin, die Mutter, das Geld Gottes. Sehr symbolisch, da hätte ich doch von selbst noch kommen können. Es hätte völlig genügt, wenn Sie im Religionsunterricht aufgepasst hätten. Sieh mich genau an! Wenn ich dich genau ansehe, dann wünschte ich. Wünschtest du was? Ich wäre wieder blind. Was für magere Lüften. Ich sagte ansehen, nicht anfassen. Weshalb gibst du meinen Rock so? Ich halte Ausschau nach deinem Brustwarzen. Wie dort unten? Ja, ich vermute sie da. Du entweist meinen himmlischen Körper, schändlicher, vernimm, wie du auf dein blutschänderisches Lager verlangst, ist Fortuna deine Mutter. Das Ganze stellt eine Anspielung auf den Ödipus dar. Ich hasse Erkenntnis. Sie hätten sie sich doch gleich mit Namen eingeführt. Ich hätte ihnen die eine oder andere Ausuferung meiner Wortwahl erspart. Ein Glück, dass wir uns mit diesem Geld noch nicht näher eingelassen haben. So sind wir endlich einmal bei der richtigen Partei und nicht wie sonst immer auf der Verliererseite. Mein Haus ist Ihre Wohnung. So ist es fest abgesprochen. Ist der Mensch nervig? Der Schuppen! Ich habe vor, diesen dörflichen Zusammenhang zu verlassen. Und jetzt, da meine Verblendung von mir abgefallen ist, beabsichtige ich die restliche Welt nach meiner scharfsinnigen Eingebung zu gestalten. Ich überlege nur noch, ob ich mich zuerst in dieses oder in jenes Land begebe.